Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoser hier? Und willkommen zum heutigen Enhanced Transformation Team Showcase oder wie ich es gerne nenne, das frechste Team in Dokkan. Denn Super Boot selbst und seine Kategorie und die Charaktere in der Kategorie, Freunde, die sind sowas von frech, das werdet ihr gleich merken. Was meine ich mit frech? Ich meine nicht, dass die so quasi anstandslos sind, also ich meine es nicht vom Verhalten so wortwörtlich frech, sondern wenn ich so etwas frech sage, wenn ich zum Beispiel sage, wie frech, dann meine ich, wie frech geil, also wie geil auf eine freche Art und Weise. Das werdet ihr aber gleich merken, was genau ich damit meine. Was hat denn unser Boy hier an der Stelle drauf? Nun, er gibt der Enhanced Transformation Kategorie Ki plus 3 auf HP Attack und F 150%, denn oder Extreme Strength Charakterin HP Attack und F 90% und Ki plus 3 mit der Ulti verringert der Angriff und Verteidigung des Gegners und macht immens Damage. An der Stelle haben wir dann die Passive Attack und F 80% und er tut sich transformieren, wenn die Bedingungen stimmen. Was sind denn die Bedingungen? Bevor wir mit den Bedingungen weitermachen, gucken wir ganz kurz mal die Link-Skills an. Das sollte hier Majin sein an der Stelle. Das ist Brutal Beatdown, wenn mich alles täuscht. Metamorphosis, Infinite Regeneration, richtig. Wir haben meisten Buu-Charaktere. Fear and Fate, Keep Us High, ist auf jeden Fall sehr solide. Nimmt man auf jeden Fall mit, das war Fear and Fate, richtig. Dann haben wir hier noch Wall Standing Tall, Attack plus 15% und Zusatzeffekt bei einem Dokkan-Event. Und hier an der Stelle Fierce Battle, okay. Okay, was ändert sich quasi, wenn er sich transformiert? Oder wie sehen sich seine Transformation aus und was? Also wie sehen die Transformation aus und was ist die Bedingung? Wenn ich mich kurz fassen könnte. Dankeschön. Und zwar, er transformiert sich entweder zu Bukulu, Butengs oder Buhan. Das hängt davon ab, wie die HP sind ab Anbeginn der fünften Runde. Wenn die fünfte Runde im Kampf auftritt und der Dude reinkommt, dann hängt es zusätzlich von der HP ab. Ist die HP 49% oder drunter, dann verwandelt er sich zu Bukulu. Was ändert sich? Er macht immens Damage, erhöht seine Verteidigung für eine Runde. Oh, alles klar. Dann Passive folgendermaßen. Erhält sich um 15% at Start of Turn, hat Attack und F 100%, gibt jedem Verbündeten Ki plus 3 und auf die Verteidigung 30%. Linkskill, was dazu kommt, sind Brainiacs, Ki plus 1 und hier an der Stelle, das ist Brainiacs, sorry, und das ist Demon, genau. Demon ist Ki plus 1 und Brainiacs Attack und F 10%. Alles klar, das sind 49% und runter an Beginn der 5. Runde. Was ist, wenn wir die 5. Runde im Kampf haben und die HP sind zwischen 50% und 79%, dann verwandelt er sich zu Butengs. Er macht immens Damage und zieht den Gegner durch die Ulti. Er hielt sich um 8% at Start of Turn, bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung, auf den Angriff bekommt er 120% und auf die Verteidigung 100%, um es richtig zu sagen. Er bekommt aber dann zusätzlich weitere 30% auf seinen Angriff, wenn der Gegner den Debuff hat, dass sein Angriff gesunken ist. Also wenn er Attack Down Debuff hat, wenn irgendjemand davor den Angriff des Gegners gesenkt hat, dann bekommt er 30% auch zusätzlich auf seinen Angriff. Was kommt hinzu von Linkskills? Over the Flash, Ki plus 3 und hier an der Stelle noch dann Kamehameha. Und die Transformation, wenn die HP 80% oder drüber sind, ist Buhan. Buhan macht immens Damage, tut seinen Angriff und die Verteidigung stark, Greatly Raised Attack, für eine Runde erhöhen und er hielt sich um 10% HP at Start of Turn, bekommt Attack und 120%. Das Gute ist, er bekommt zusätzlich Big Bad Bosses dazu. Wenn die HP 80% oder drunter sind, sind das 25% auf Angriff und Verteidigung. Und er bekommt Shocking Speed dazu. Ihr merkt schon, ein sehr frecher Charakter wegen seinen Transformationen, wie die sich triggern und an sich es einfach Buu, weil er so frech ist. Außerhalb davon, wie sieht in die Kategorie aus, beziehungsweise wie sieht das Team aus? Freunde, eins vorweg, in JP gehe ich nicht allzu ausführlich wie auf Global auf den Team-Build-Guide-Aspekt dran. Warum? Weil auf Global habe ich weitaus mehr Auswahl und also viele Charaktere und bessere Charaktere in der Hinsicht, dass sie weiter gedupt sind etc. und so weiter und so fort. Aber wir gucken uns das in JP mal ganz kurz an. Nämlich, wenn wir uns die Charakterliste mal ansehen von der Kategorie Enhanced Transformation, dann sind das zum einen wirklich freche Charaktere. Schaut euch mal LR Cell an. LR Cell und die ganze Cell Junior. Die Cell Junior ist der Inbegriff von frech. Schaut den mal da rechts unten an. Was macht der da? Oder da links oben? Der macht einfach irgendwas. Das meine ich mit frech, aber auch an sich die Spielweise, das werden wir gleich sehen. Außerhalb davon haben wir sehr viele Villains. Wir haben aber auch Evolution Vegeta und Ui Goku. Evolution Vegeta sind auch in der Kategorie, warum auch immer, man kann es drüber schreiten, aber wir nehmen es einfach mal an.
ob man sie spielen würde. Ich würde eigentlich auf beide verzichten, wenn ihr das ganze restliche Team mit Villains schmücken könnt. Warum? Denn Evolution wieder in einer Rotation. Linken sich zwar gut, kommen auch gut zurecht, aber mit dem ganzen Team linken sie sich nicht so solide. Deswegen sieht mein Team folgendermaßen aus. Ich habe Super Buu, ich werde ihn in der Rotation halten mit der Reinkarnation von Frech, ja, Kid Buu. Der hat einfach Faxen gemacht. Der tanzt mal, macht eine sexy Buu-Pose, verarscht Goku, beißt Goku und dann kämpft er trotzdem und ist trotzdem frech und richtig gut, also richtig stark. Und das meine ich im Endeffekt mit frech, damit wir jetzt quasi wissen, was ich mit frech meine. Dann nehme ich noch Android 21, LSL in einer Rotation und dann haben wir hier an der Stelle noch, nehmen wir einfach mal den Freezer mit rein, den neuen Freezer. Aber ich nehme keinen weiteren Charakter aus der Enhanced Transformation Kategorie. Ich nehme einen Extreme Strength Charakter. Warum? Denn er gibt ja auch Extreme Strength Charakteren Ki plus 3 HP Attack und Death Upsa, nicht so, 90%. Warum nehme ich aber dann trotzdem keinen Charakter, der in der Kategorie ist, wie zum Beispiel Janemba? By the way, Janemba im Team ist wirklich sehr solide. Der teilt viele Links, die im Team vertreten sind. Ich würde aber gerne keinen weiteren Strength-Charakter mit reinnehmen, weil es sonst zu Strength-lastig wäre. Und bei mir ist er auf SA5. Anyway, ich nehme Strength Rosé mit. Der gehört zwar nicht zur Kategorie, aber zum Leader-Skill, wie gerade besprochen. Und Key-Support ist auf jeden Fall hier nicht verkehrt in diesem Setup. Deswegen würde ich mal sagen, ich suche mein Event raus und dann sehen wir es gleich wieder. Alles klar, und wir sind im Event von Evolution. Vegeta dient vielleicht für uns als Global, beziehungsweise auf Global als Vorschau. Außerhalb davon haben wir jetzt quasi erstmal, okay, die Rotation, die werden wir auf jeden Fall brechen, schätze mal. Ich will, ja, wie die tun wir brechen? Ich will Cell mit 21 in eine Rotation bringen. Wir werden gleich sehen, die Ulti von die, ups, ich habe mich verklickt. Lol. Ich tue das gerade oft in letzter Zeit. Sorry dafür. Schaut jetzt mal die Ulti an. Wie frech ist diese Ulti? Der tut sich einfach, der macht sich einfach als einen Ball und greift den Gegner an, ja, wie in Tenkaichi 3 Kid Buu seine, eine seiner Skills, sage ich mal. Ich glaube, das war Dreieck-Skill, anyway, aber ihr merkt schon, ich glaube, ihr versteht das, was ich mit dem frech meine. Anyway, außerhalb davon, wir haben gesehen, was haben wir gesehen, beziehungsweise sagen wir mal so, wir sind im Event von Evolution Vegeta, wahrscheinlich fragen sich welche, Ursula, wann kommt denn Evolution Vegeta auf Global? Freunde, das kann ich euch nicht genau sagen, das könnte halt echt noch dauern, denn, also es muss jetzt nicht zwingend sein, normalerweise wäre von der Timeline her Vegeta als nächster dran, aber es muss nicht sein, dass er als nächster kommt nach C17, weil, ihr habt es gemerkt, sie haben das ein bisschen verschoben, die ganzen Events, die Reihenfolge, wie es auf JP war. Deswegen, ich weiß nicht, das Event rund um Vegeta ist schon ein dickes Event, weil Gene kommt da ebenso. Und an sich, wenn ich das kurz sagen darf, sorry, wie frech ist C21? Verwandelt ihren Gegner einfach in einen Donut und frisst ihn. Weil das Event um Gene und Vegeta ist auch schon ein dickes Ding, da kommen zwei Dokken-Events. Ob direkt nach C17 nochmal sowas kommt, so ein dickes Dokken-Event, sage ich mal, oder ein dickes Event an sich selbst, weiß ich nicht, Freunde, da müsst ihr einfach mal die abwarten, da werden wir einfach schlauer die Tage, oder je nachdem, wann wir da News dazu bekommen. Was ist mit Hit? Hit könnte vielleicht sein, dass er auch noch dauert. Warum? By the way, Kid Buu und Super Buu in einer Rotation, sie linken sich gut mit 5 Linkskills, aber wir wissen, Kid Buu gibt keinerlei Key. Keinerlei Key gibt er. Er hat kein Key, keine Key-Linkskills in seinem Setup, deswegen kann es problematisch werden, da an Key zu kommen, aber deswegen habe ich eben auch Rosé mitgenommen. Und wir haben gesehen, sie linken sich wirklich gute Links jetzt, weil er kam auf 1,5 auf dem Radar. Mein Super Buu und mein Kid Buu haben keine Dupes, das sollten wir auf jeden Fall beachten, werden wir jetzt demnächst beachten. Und außerhalb davon hielt sich das Team übertrieben hoch, deswegen bin ich echt gespannt, welche Transformationen wir hier triggern können, weil die healen sich durch die Passive, durch die Ultis und, das werden wir aber auf jeden Fall merken. Ja, Hits, das kann dauern, weil zum Beispiel letztes Jahr durften wir den nächsten Ella wählen, oder den nächsten Ella stand halt legit dran. Ella Vegito Blue hat im Endeffekt dann gewonnen, aber bis Ella Vegito Blue kam. Oh je, bis Ella Vegito Blue kam, da haben wir jahrelang drauf gewartet, Freunde, das sage ich euch. Bis der Dude kam, deswegen kann das dauern. Ich denke, das Erstellen einer Karte an sich dauert nicht lange, aber das Drumherum vielleicht, das Bürokratische, sage ich mal. Also, selbst das mit Hits ist noch ungewiss. Ich hoffe und denke aber, dass Evolution Vegeta zumindest dieses Jahr noch kommen sollte. Vielleicht könnte auch jetzt danach Future Gohan kommen oder auch Evolution Vegeta direkt. Wie gesagt, wir werden da schlauer die Tage und Wochen. Okay, kommen wir mal zurück zu Transformieren. Wir schon. Okay, Freezer transformiert sich. Wenn ihr mich fragt, welche Transformation finde ich am besten? Ah, da transformiert sich schon einer. Welche ist es? Buhan, okay.
Welche Transformation ist am besten von Superbu? Und guck mal, Freunde, die Transformationen, die gehen schnell. Das ist ab Anbeginn der fünften Runde. Der muss nicht fünfmal reinkommen. Zum Beispiel Freezer und Goku müssen neunmal reinkommen. Sie müssen neunmal präsent sein, bis sie sich in die letzte Stufe transformieren. Bei dem ist das nicht so. Der muss hier legit nur... Warte mal, wie mache ich das am besten hier? Weißt du was, wir lassen mal Kid Buu hier. Wir lassen mal Kid Buu hier. Ich mache das gerade mit Absicht. Weil ich würde noch gerne eine andere Transformation triggern außerhalb von Buhan. Nämlich, wenn wir mal sehen, Butex oder Bukuro. Nämlich, es muss nur die fünfte Runde sein vom ganzen Kampf. Und dann, wenn sie reinkommen, ab der fünften Runde, okay, das kann wehtun, dann transformiert er sich. Hängt, wie gesagt, von der HP ab, also er wird entweder oder. Die meiste Zeit werden wir wahrscheinlich, oder ich zumindest, habe die meiste Zeit nur die Buhan-Transformation gesehen. Weil das Team an sich, das Setup, das Team hielt sich hoch. Da sind sehr viele Heats zertreten durch die Passive, durch die Ultis, etc., etc. Deswegen kam ich immer oft auf Buhan. Ich habe jetzt absichtlich quasi sehr viel HP verloren, damit wir mal gucken, vielleicht können wir mit den anderen nicht Buhan triggern, sondern eine andere Transformation. Egal ob Butex oder Bukulo. Zur Frage von vorhin, welchen finde ich am besten? Nun, Beste sieht jeder quasi ein bisschen anders. Beste in Dokkan kann für einen sein, der Kranke, der am meisten Schaden macht, der am meisten Tank und, oder overall vom Nutzen her. Wenn wir aber davon sprechen, okay, die Rotation wird uns gut healen. Wenn wir aber davon sprechen, machen wir das Ganze mal so. Wenn wir aber davon sprechen, vom Nutzen, wenn wir beim Nutzen bleiben, welche Charakter, denke ich, hat den meisten Nutzen für ein Team-Setup, dann ist das tatsächlich Bukulo. Bukulo gibt nämlich Ki plus 3 für jeden und hielt sich immer um 15% HP, wenn er reinkommt. 15 waren das, richtig? 15, ja. Und bekommt so Attack Buff 100%. Und wenn er eine Ulti macht, bekommt er zusätzlich weitere Death Boost. Und zusätzlich dazu gibt er jedem noch einen Death Boost. Wer ist es? Ja, perfekt, vom Nutzen, schaut mal her. Warum? Bukulo. Okay, nice, ich bin echt zufrieden. Bukulo, wir haben Bukulo und Buhan getriggert. Warum finde ich Bukulo vor allem in diesem Setup auch wichtig vom Nutzen her? Denn wir haben Kid Buu im Team und wissen, Kid Buu gibt keinerlei Healing Skill. Und jetzt gibt Bukulo eben Ki plus 3. Perfekt, meine Freunde. Ihr werdet gleich Zeuge von etwas Geilem. Wisst ihr auch warum? Denn wir haben hier jetzt Big Bad Boss getriggert. Wir haben jetzt quasi dank Bukulo, wie gesagt, Ki ohne Probleme auf Kid Buu. Kid Buu wird dir auf jeden Fall... Alter, das wird so geil. Big Bad Boss ist getriggert. Piccolo sage ich. Bukulo sorgt für Ki, sorgt für Death Boost und ihr werdet... Weil Kid Buu und Buhan, die linken sich sehr gut, was Angriff anbelangt. Kid Buu ohne Dupe kommt auf 1,7 und jetzt haben sie noch zusätzlich Big Bad Bosses. Wir werden hier sehr viel sehen, was auf dem Radar stehen wird. Das wird echt auf jeden Fall solide. Und ihr dürft nicht vergessen, die haben keine Dupes. Weder mein Kid Buu noch mein Buham. Sie bekommen, okay, wir bekommen trotzdem viel Schaden. Sie bekommen Death Boots von Buku. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich kein 1,64 auf Buham. Der hat keinen Dupe, Freunde. Der hat keinen Dupe 1,64. Korrekt. Richtig geil, richtig geil. Jetzt bin ich gespannt, wie gut er tanken wird. Trotz Typen Nachteil, sorry. Sehr gut, weil... Das wird wehtun, aber außerhalb davon sehr gut, weil er hat die Attack und Def 120%. Er hat geultet, hat seine Verteidigung weiterhin erhöht für eine Runde. Okay, das tut trotzdem weh, weil das ein Typen-Nachteil ist auf eine Ulti. Und wir haben noch zusätzlich Death Boost von Bukulo. Also ihr merkt schon, das meinte ich mit vom Nutzen her. Vom Nutzen her, vor allem in diesem Setup, ist das so wichtig, dass die Charaktere Ki bekommen, weil viele der Charaktere, da fehlt es schon hier und da an Ki. Zum Beispiel Android 21 und LSR, die linken, die teilen sich auch keinerlei Ki. Android 21 hat halt den Vorteil, dass sie durch ihre Passive Ki plus 3 gibt immer. Zell hat auch, je nachdem wie viele Gegner es gibt, aber im Endeffekt, hier ist es nur Ki plus 1. Außerhalb davon ist es dann eben doch so wichtig, dass wir quasi dann Rosé mitgenommen haben. Oder ihr merkt hier auch schon, bei Freezer fehlen zum Beispiel auch Ki, dass sie eben Rosé mitgenommen haben. So bekommt ihr, glaube ich, schon gut Ki, ja, wegen Shock and Speed. Dass sie Rosé mitgenommen haben und dass sich Bukulo getriggert hat. Das finde ich ebenso cool vom Nutzen her, wenn ich vom Nutzen spreche. Ja, lassen wir das aber mal trotzdem so. Nutzen hin oder her. Heal uns mal. Wenn ich vom Nutzen spreche für ein Team, finde ich Bukulo wirklich nice. Wenn ihr mich fragen würdet, wer macht denn am meisten Schaden? Dann haben wir das gerade gesehen. Da kam Buhan wirklich. Also Buhan oder Butanks. Buhan, wenn ihr fragt, wer macht mehr Schaden? Buhan oder Butanks, dann würde ich sagen Buhan. Warum? Ihr dürft das nicht unterschätzen. Buhan bekommt Greatly Raised Attack und Death für eine Runde. Hat Attack und Death 120%. Also was hier wichtig ist für den Schaden, ist sein Angriff. Butanks hat zwar auch 120%, er bekommt zwar durch die Passive
weitere 30% darauf auf seinen Angriff, wenn der Angriff des Gegners gesenkt wurde. Das in dem Team passiert das oft, um ehrlich zu sein, weil viele Charaktere den Angriff und Verteidigung senken. Aber hier zum Beispiel in der letzten Stufe geht das nicht, weil Vegeta weil man Vegeta nicht debuffen kann. Jedoch haben wir dann quasi auf Butanks 120% plus zusätzlich 30%, wenn im optimalen Fall. Was der Vorteil an Buhan ist, außerhalb davon, dass er seinen Angriff und die Verteidigung, also dass er seinen Angriff durch die Ulti greatly erhöht, das sollten 50% sein, wenn mich alles täuscht, er hat auch 120%, ist, er hat Big Bad Bosses. Big Bad Bosses sind weitere 25%. Wenn Big Bad Boss noch getriggert ist, dann sind das wie gesagt weitere 25% und deswegen sollte Buhan meiner Meinung nach mehr Schaden machen, auf mehr Schaden kommen als Butanks, wenn bei beidem wirklich alles getriggert ist, beziehungsweise die optimalen Bedingungen enthalten sind. Ich will den einen oder anderen nicht schlecht reden, wirklich alle sind cool. Butanks hat natürlich dann auch ein Ziel mit am Start durch die Ulti. Aber ihr merkt schon, das Team ist wirklich auf die eigene Art und Weise frech, meine Freunde. Das habt ihr im Endeffekt wahrscheinlich sicherlich gemerkt. Wir haben mal hier und dort, ich habe auch absichtlich mal einen Charakter dahingestellt, wo er viel Schaden bekommt, um da quasi mal eine andere Transformation zu triggern. Aber außerhalb davon seht ihr das Team, wir sind nonstop fast full life, weil sich das Team immer durch die Passives healen, durch die Ultis healen, C21 hielt sich durch die Ulti, LSL hielt sich durch die Ulti und Kid Buu ebenso. Langer Rede, kurzer Sinn. So, Rosé sollte das Ganze dann beenden. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen zu meinem Enhanced Transformation Showcase, Team Showcase oder wie ich es nenne, zu meinem frechsten Team. Ich habe wirklich Spaß mit dem Team. Ich bin echt glücklich, dass ich ihn gezogen habe, dass wir ihn gezogen haben im Stream. Vielen Dank dafür auch. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.